das? Herzlich willkommen im Ferrum zur nächsten Übung der Woche. Wir wollen euch heute mal eine Variante von der Schulterübung zeigen, weil viele machen Seitheben oder normales Schulterdrücken. Und wir wollen euch heute mal die Push-Press vorstellen mit einer Kurzhantel, also auch mal was Einarmiges. Das Einarmige bewirkt, dass der Rumpf halt ordentlich gegenhalten muss. Ja, das gibt schon so eine richtige Power, die so durch und durch geht. Die Kraft geht komplett durch euren Körper durch. Der Mario macht vor. Du darfst. Das sind jetzt ordentliche 28 Kilo. Wir probieren. 8 Wiederholungen. Also pro Seite 8. Seitenwechsel, schlechte Seite. Jawohl, kontrolliert bleiben. 3, jawohl. Die Kraft geht komplett durch, ihr seht es, wie das zittert. 5, 7 und die 8. Ziemlich gut. Ihr habt auch gesehen, er muss dann ein bisschen Pressatmung machen. Es ist nicht so, dass man bei Belastung ausatmen muss oder so. Das ist Blödsinn. Also wer glaubt, dass ich immer bei Belastung unbedingt ausatmen muss, der hat noch nie eine schwere Kniebeuge gemacht. Bei so einer Übung sieht man es aus. Also wenn er Kraft aufbaut, ausatmen müsst, dann hätte er null Kraftübertragung und wird das Ding niemals oben rauskriegen. Lieber Mario, vielen Dank fürs Vormachen. Probiert's mal aus. Ist mal ein Tick was anderes. Ciao.